Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dragon Nest. Und zwar werden wir uns in dieser Folge um den Bosskampf kümmern. Ja, aber wir sehen gleich mal selbst. Dann brauchen wir hier noch den Spaß. Ah, geht langsam Richtung Boss auf jeden Fall zu. So. So, Geflügelschenkel nehmen wir noch mit. Ah, haben wir hier noch das ganze Kupferzeugs. Und ja, dann werden wir uns wahrscheinlich gleich einen spannenden Bosskampf haben. Das wird auf jeden Fall richtig lustig, Freunde der Nacht. Okay, auf zum Boss. Ich bin bereit. Zu jeder Zeit. Ah, ich glaube, das war der Boss, ja, das war der heftige Boss, ne? Ah, verstaubte Bibliothek, ich wusste doch, ne? Ich glaube, daran waren wir schon mal gescheitert bei Verdammnis. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das wird jetzt lustig. Aber der war so heftig, ne? Auf Dingens war der wirklich so heftig. Ich glaube, ich hatte einfach viel zu wenig Schaden teilweise gemacht. Dann gucken wir mal, ob ich jetzt mehr mache. Ja, viel Schaden mehr mache ich halt irgendwie auch nicht. Aber zumindest etwas. Er geht runter, sagen wir es mal so. So, schauen wir mal, ob ich... Also wie gesagt, den Boss habe ich ja... Man kann ja sagen, den Boss habe ich studiert, ohne Probleme, ohne Ende hier. Diesen Boss, ne? Ja, und ja, ich denke schon, dass wir das hinbekommen. Sind ja auch nicht mehr... Sind ja auch keine 20 mehr oder sowas in die Richtung, ne? Das kriegen wir schon hin hier. Zack. So, gucken wir mal, was unsere weiteren Buffs hier noch machen. Die werden ihren Rest noch tun. Ja gut, da hat er mich jetzt, diesmal hat er mich erwischt. Aber wie gesagt, das wäre halt so der Fall bei mir, dass desto weniger TP ich eigentlich habe, desto mehr Schaden würde ich halt machen. Ja, jetzt hat er mich wieder erwischt. Wenn der Skill halt noch im Dingens ist, dann ist das halt doof. Eieiei. So. Weiter geht's. Wieder ran! Oh, jetzt hat er mich ganz schön gut erwischt hier. Ja, jetzt kann ich noch ausweichen. Das hat schon mal geklappt. Zack. Aber auch noch, ich glaube, den großen Buff habe ich, glaube ich, auch noch drauf. Das dauert halt Ewigkeiten, bis der Boss hier fällt. Ja, na gut, jetzt, ich konnte da gar nichts machen, ne? Diesmal, das war der falsche Skill im falschen Moment halt, einfach nur. Oha, jetzt habe ich ganz schön, ich habe ganz schön viel kassiert hier. So, aber gut, wie gesagt, ein paar Leben haben wir ja letztlich auch noch. Aber ich hoffe, dass wir das hier gleich noch hinbekommen. Aber letztlich kriegen wir ja da gerade auch dadurch halt noch den Schaden halt noch mit drauf gerade. Muss halt wirklich nur aufpassen. Also wie gesagt, grundsätzlich ist es gut, dass wir relativ wenig Leben haben. Müssen aber mit diesem Leben halt versuchen, so viel wie möglich halt Schaden jetzt gerade drauf zu bekommen eigentlich. Das war Glück. Gebe ich gerne zu. Habe ich die AOE nicht zu spät erkannt. Auch wieder ganz knapp. Wieder richtig knapp.
So, jetzt die Ulti drauf. Ah ja, jetzt hat er mich erwischt. Das war's. Oh, krass, ey. Wenn er mich dann mal wirklich mal hat, ne? Das ist richtig krass. Okay. Gut. Wir können auf jeden Fall mal einen Item erwerben. Das ist, denke ich, kein Problem. Vor allem sind auch die Cooldowns dann auch alle wieder auf jeden Fall resettet. Das ist auch gar nicht der schlechteste Fall. Hätte jetzt wahrscheinlich erst den anderen Skill machen sollen, aber okay. Wahrscheinlich ist es sogar vielleicht teilweise gar nicht mal so schlecht, weil man dadurch halt den ganzen Cooldown-Reset halt hat, ne? Aber okay, wir kriegen das auch so hin diesmal auf jeden Fall. Ja, es sind halt auf 50 ist ja halt diesmal ausgelegt, der Boss. Aber der hat mich halt wirklich, also muss man ja wirklich auch ihm, oh, diesen Würfel, den kriegt man ja irgendwie gar nicht platt. Man muss halt auch dazu sagen, der hat schon ziemlich gut was an Verteidigung gehabt. Eieieiei. Und zack. So. Oh, diese Würfel hier. Weiß jetzt nicht, was ich mit den Würfeln machen soll. Ob ich die jetzt stehen lassen sollte oder nicht. Okay. Und von hinten nochmal eine schöne Breitseite reingedrückt. Da hat er mich wieder erwischt hier. Oh, das gibt dann richtig aufs Fressbrett immer hier. Wenn er mich denn dann mal hat mit seinem Einfrieren, ne? Das tut ganz schön weh. Gerade halt auch diese Würfel, ne? Die sind auch so richtig ätzend, diese Würfel. Aber wie gesagt, wir werden das hinbekommen. Der Schaden ist zumindest diesmal da. Aber auch der Schaden von den Würfeln ist halt auch da. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit den Würfeln machen soll. Das ist wirklich ein bisschen ein Problem. Na gut, ich denke mal, ich werde mich zuerst wirklich auf diesen Boss halt konzentrieren. Scheiß auf die Würfel. Die Würfel vernachlässigen wir. Aber ich krieg gleich direkt wieder so viel Schaden rein hier. Das hat hier so gut angefangen, das Ganze, ne? Aber jetzt die Würfel sind jetzt hier. Ich muss halt auf die Würfel einfach aufpassen, ne? Oh, was ist das denn hier? Gerade in der letzten Phase hier, ne? Werden die Dinger nochmal richtig stark. Oder vielleicht, dass ich wirklich die Würfel ausschalte. Das wäre vielleicht wirklich eine Idee. Aber ich. Ja. Okay. Gut. Ach ja. Nicht gut. Hat so gut angefangen, Jungs und Mädels. Wirklich so gut. Und dann jetzt hier so ein Scheiß. Ja gut, auf jeden Fall, wichtig ist auf jeden Fall der Cooldown-Reset. Ich werde mal schauen, ob ich wirklich vielleicht an die Würfel irgendwie rankomme. Ah, ich krieg schon wieder Schaden rein. Ich glaube es nicht. Ich bin immer noch eingefroren hier. So, zack, zack. Ja, den Skill zu machen wäre unklug, habe ich mir auch gedacht. Weil der die AOE gleich wieder gemacht hat. Ich darf nur Skills machen, die nicht so lange Cooldown haben. Jetzt macht er hier genau, um hier auszuweichen, vernünftig. Ja, der Würfel hat jetzt nicht ganz so viel. Eieiei. Hat nur noch, ja, zwei Leben habe ich noch. Oh, der gibt mir aber auch mit diesen Würfeln, ne? Diese Würfel, ey, die geben mir aber auch was rein. Jetzt aber hier, komm. Ein paar Skills noch hier, zack. Komm schon, jetzt hier, komm. Ah, er wird mich nochmal killen, glaube ich.
Na komm, 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 komm. Und zack. Oh, doch nochmal gekillt. Ah! Ja, sorry fürs Übersteuern kurz. Ah, dieser Sack, das gibt es einfach nicht. Jetzt aber. Wahnsinn. Wow, 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 wow. Okay, gut. So. Was für eine Instanz, was für ein One. Ja, verstoppte Bibliothek ist geschafft. Ein ansehnlicher One eigentlich, B1. Ja, bis auf das Ende, da hat dann wirklich auch nochmal ein Stück weit wahrscheinlich auch die Konzentration halt auf jeden Fall auch nachgelassen, muss ich auch wirklich zugeben. Und ich habe hier auch scheinbar einen, ja, einen Festhänger hier im Ladebildschirm schon wieder. Ich bedanke mich hier auf jeden Fall mal fürs Einschalten und sage mal bis zum nächsten Mal. Ciao.